Wie kannst du dich super auf Offline-Netzwerkveranstaltungen, auf Events vorbereiten, um dort effektiv und sinnvoll zu netzwerken? Offline-Netzwerkveranstaltung ist alles, was du da draußen im Prinzip hast. Das kann eine Messe sein, das kann ein Kongress sein, das kann ein Event sein, das kann ein Galaabend sein, ein Ball, ein Seminar, ein Workshop, Vorträge. Überall das, überall dort kannst du netzwerken und kannst neue Kontakte und neue Bekanntschaften machen. Und ideal vorbereiten kannst du dich, indem du dich klar erst einmal dafür entscheidest und verbindlich anmeldest. Bei manchen Veranstaltungen ist es möglich, eine Gästeliste im Vorfeld im Internet zu sehen. Bei Xing zum Beispiel zeigt es das an oder auch bei Facebook. Wer hat sich noch für die Veranstaltung angemeldet? Wer interessiert sich noch für die Veranstaltung? Da kannst du wunderbar schauen. Und wenn vielleicht der ein oder andere Kontakt dabei ist, den du schon längst mal persönlich kennenlernen wolltest, dann merke dir das vor, schreibe die Person gerne an und schreibe: Hey, ich freue mich, habe gesehen, du oder sie, je nachdem, wie du unterwegs bist, habe dich gesehen, dass du dich auch dort angemeldet hast. Ich würde mich über ein persönliches Kennenlernen sehr freuen. Ich lade sie auf einen Kaffee ein oder wollen wir uns ABC treffen? Und da kannst du schon mal den Kontakt quasi ein bisschen vorwärmen. Wenn du dann auf der Veranstaltung bist, Tipp: Begrüße auch den Veranstalter oder die Veranstalterin, wenn du sie denn kennst oder kennenlernen möchtest. Veranstalter haben immer gute Connections zu den Teilnehmern. Sie wissen oft, wer etwas macht, wer ist. Und wenn du zum Beispiel einen Kontakt suchst, wo du genau weißt, der ist auf der Veranstaltung, aber du weißt nicht genau, wer es ist, wenn du einen guten Draht zum Veranstalter hast, kannst du hingehen und sagen: Hey, würdest du mich bitte mit der und der Person vernetzen? Ich möchte sie gerne kennenlernen. Dann kannst du auf Veranstaltungen gerne regelmäßig, wenn zum Beispiel Stehtische sind, den Stehtisch wechseln. Na, wenn du an einem Stehtisch alle kennengelernt hast, dann kannst du gerne weiterziehen und neue Menschen kennenlernen. Ja, Qualität steht vor Quantität, aber die Qualität kannst du an dem Abend sowieso nicht ins Unendliche treiben. Besser ist es, du lernst mehrere verschiedene Menschen kennen und die, die interessant für dich sind oder für die du interessant bist, mit denen kannst du dich hinterher zu einem Termin treffen und dort ins Detail gehen. Wenn du zu zweit auf Veranstaltung gehst, empfehle ich dir, trenne dich vor der Veranstaltung von deiner Begleitperson und geht quasi als Einzelperson über die Veranstaltung. So lernst du noch mal ganz andere Menschen kennen, als wenn du die ganze Zeit zu zweit bist. Weil dann haben andere nämlich teilweise auch Scheu, euch beide anzusprechen und euch zu stören. Ihr könnt ja zusammen euch wieder dann auf den Heimweg begeben, aber auf der Veranstaltung selbst bitte jeder für sich netzwerken. Umso spannender und genialer ist dann hinterher der Austausch. Hey, wen hast du kennengelernt? Hey, mit wem hast du dich unterhalten? Ganz, ganz interessante Dinge kommen daraus. Ja, und wenn die Veranstaltung zu Ende ist oder wenn du eben die Veranstaltung wieder verlassen möchtest, dann gebe ich dir noch den Tipp: Verabschiede dich von den wichtigen Personen oder die für dich wichtig sind. Verabschiede dich, sag: Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Freue mich aufs Wiedersehen oder ich melde mich, je nachdem, was vereinbart ist. Und verabschiede dich auch vom Veranstalter. Das ist immer noch mal so eine schöne Geste. Verabschiede dich vom Veranstalter, sofern es möglich ist. Bedanke dich für die schöne Veranstaltung und wünsche auch zum Beispiel einen schönen Abend. Das einiges an Tipps für Offline-Netzwerkveranstaltungen, damit du das noch effektiver, noch sinnvoller tun kannst und damit letzten Endes mehr eigene Sichtbarkeit aufbaust. Viel Spaß beim Umsetzen! Wenn du mehr Tipps zum Thema Sichtbarkeit haben möchtest, mehr Inspiration und Motivation von mir persönlich haben möchtest, dann biete ich dir gerne meine kostenlose Videoserie an. Klick einfach auf den Link. Dann kannst du die Videoserie dir gratis holen und dort bekommst du noch mal ganz viel Tipps und Hinweise, wie du dich noch sichtbarer machen kannst. Ich freue mich auf dich.